Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im heutigen Gottesdienst, liebe Gemeinde, wird Hannes Freitag zum neuen Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Warnbronn eingesetzt. Ich heiße Sie, lieber Herr Freitag, Ihre Frau, Ihren Till Frederik und alle, die zu Ihnen gehören, herzlich willkommen. Und ich grüße ganz herzlich die Mitglieder der Kirchengemeinde Warnbronn und auch Menschen aus anderen Kirchengemeinden, die diesen Gottesdienst zur Investitur mitfeiern. Lassen Sie uns Gott loben und im Wechsel Worte aus dem 95. Psalm beten. Sie finden ihn auf dem ausgeteilten Gottesdienstblatt. Kommt herzu, lasst uns den Herrn frohlocken und jauchzen dem Gott unseres Heils. Lasst uns mit Danken und vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Sein ist das Meer, und er hat's gemacht, und seine Hände haben das Trockene bereitet. Denn er ist unser Gott, und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr unser Gott, du hast deiner Gemeinde aufgetragen, deine Botschaft der Versöhnung und des Friedens weiterzugeben. Wir danken dir, dass du Menschen dazu bereit machst. Wir bitten dich für Hannes Freitag, den wir heute als Pfarrer einführen. Gib ihm von deiner Liebe, dass er mit den Jungen und den Alten, mit den Kranken und den Gesunden, mit den Fröhlichen und den Müden und mit den Nahen und den Fernen zur rechten Zeit reden kann. Gib ihm Treue und Mut, dein Wort zu sagen, auch dort, wo es vielleicht Widerspruch auslöst. Richte ihn auf, wenn er angefochten ist, und gib ihm deinen befreienden Geist. Und uns macht bereit, ihn aufzunehmen wie einen Bruder und mit ihm zu leben und deiner Gemeinde zu dienen. Und weiter lasst uns beten in der Stille, miteinander, füreinander und für diese Welt. Gelobt sei Gott, der unser Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von uns wendet. Amen. Sure.
weder im persönlichen Leben noch im Leben einer Kirchengemeinde. Mit Gott können sie über Mauern springen, Neues und Überraschendes wagen in Warnbronn und in unserem Kirchenbezirk. Wir sind jedenfalls gespannt auf Sie. Wir heißen Sie als neuen Kollegen zusammen mit Ihrer Familie ganz herzlich willkommen. Und dass Sie diesen Bibelvers nicht so schnell vergessen, habe ich Ihnen ein T-Shirt, wo dieser Bibelvers draufsteht, und den können Sie ja dann anziehen, wenn Sie mal wirklich versuchen, über Mauern zu schießen. Alles Gute, lieber Freitag. Dankeschön. Und nun darf ich Sie bitten, dass Sie sich Ihrer neuen Gemeinde vorstellen. Ja, ich darf nun die Mitglieder des Kirchengemeinderats Warnbronn zusammen mit der Investiturzeugin nach vorne bitten in einem großen Kreis zur Einführung von Herrn Freitag.
Glück ist der Kirchengemeinderat nicht so groß, dann lässt sich das mit der Abstandsregelung hier gut machen. Liebe Gemeinde und lieber Herr Freitag, im Römerbrief heißt es, wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Das heißt, dass wir alle, jeder und jede, dazu berufen sind, mit unseren Gaben mitzuarbeiten in der Kirche Jesu Christi. Wenn nun aber das Evangelium auch öffentlich vor der ganzen Gemeinde und vor der Welt verkündet werden muss, darum gibt es in unserer Kirche den besonderen Dienst der Verkündigung und der Gemeindeleitung. Zu einem solchen Dienst wirst du, Hannes Freitag, heute berufen. Dieses Amt legt dir eine besondere Verantwortung dafür auf, dass die Verkündigung des Evangeliums in Baumbronn weiter geschieht und der Verkehrung der Botschaft gewährt wird. Lass dich dabei erinnern an die Mahnung des Apostels Paulus, der sagte, weil Gott uns verwehrt geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen, darum reden wir, nicht als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Sie, liebe Gemeinde aus Baumbronn, bitte ich, nehmen Sie den Dienst Ihres neuen Pfarrers an. Lassen Sie Hannes Freitag und seine Familie nicht allein. Begleiten Sie ihn und seinen Dienst mit Ihrer Fürbitte. Und ich frage nun euch, Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte aus Baumbronn und die Investiturzeugin, seid ihr bereit, Hannes Freitag als Pfarrer anzunehmen, mit ihm zusammenzuarbeiten und zu helfen, dass sein Dienst von der ganzen Gemeinde getragen wird? So antwortet bitte ja. 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 Und ich frage dich, Hannes Freitag, bist du bereit, eine Amtsverpflichtung als Pfarrer dieser Gemeinde zu bejahen? Sie lautet, im Aufsehen auf Jesus Christus, den alleinigen Herrn der Kirche, bin ich bereit, mein Amt als Diener des göttlichen Wortes zu führen und mitzuhelfen, dass das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen der Reformation bezeugt ist, aller Welt verkündigt wird. Ich will in meinem Teil dafür Sorge tragen, dass die Kirche in Verkündigung, Lehre und Leben auf den Grund des Evangeliums gebaut werde. Ich will darauf Acht haben, dass falsche Lehre der Unordnung und dem Ärgernis in der Kirche gewährt werde. Ich will meinen pfarrlichen Dienst im Gehorsam gegen Jesus Christus tun. Nach der Ordnung unserer Landeskirche, ich will das Beichtgeheimnis wahren. Bist du, lieber Hannes Freitag, dazu bereit? Dann verspreche es vor Gott und vor dieser christlichen Gemeinde mit den Worten, ja, und Gott helfe mir. Ja, und Gott helfe mir. Im Vertrauen auf die Verheißung, die Jesus Christus seiner Kirche gegeben hat, setze ich dich ein zum geschäftsführenden Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde Baumbronn. Wir bitten nun Gott um seinen Segen für deinen Dienst. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der freundliche und barmherzige Gott segne dich und deinen Dienst in Baumbronn und in unserem Kirchenbezirk. Er schenke dir Freude und Einfühlungsvermögen im Umgang mit den Menschen, die dir anvertraut sind. Gott stärke dich an Leib und Seele. Er sei wie ein Freund, der dich begleitet und wie eine Ratgeberin, die dir beisteht. Und Gott lasse Glaube, Hoffnung und Liebe wachsen in dir und durch dich. Amen.
Darf Sie nun als Gemeinde bitten, wieder Platz zu nehmen. Normalerweise gibt es bei einer Investitur zwei Investiturzeugen. Die eine ist da, Frau Pfarrerin Günther. Der andere Zeuge, der Bruder von Hannes Freitag, ist erkrankt und kann deshalb nicht da sein. Deshalb hören wir jetzt Ihr Grußwort, Frau Günther, bitte. Lieber Hannes, ich habe dir einen Vers mitgebracht aus dem Jahr 8, Vers 10, der heißt: Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Also sei du nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist deine Stärke. Hannes und ich, wir sind Kollegen gewesen in dem Kölner Mainzwerk, wir haben zusammen Konfi-Unterricht gemacht, haben in einem Distrikt gemeinsam viele Sitzungen zusammen abgesessen. Und ich glaube, ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, dass du jemals in dieser Zeit irgendwie bekümmert warst, groß über die Arbeit. Also klar, man war mal irgendwie genervt oder gestresst oder frustriert, aber so richtig bekümmert nicht. Also ich habe Hannes Freitag als einen Kollegen kennengelernt, der mit einer ganz, ganz großen Freude seinen Dienst und seine Arbeit tut, immer naja, mit einer ordentlichen Portion Humor und so einer gewissenhaften Leichtigkeit. Und ich wünschte das auch jetzt für die Arbeit in Nordhorn, für die neuen Aufgaben, die anstehen, dass du diese Freude, diese Leichtigkeit bewahren kannst, dass die weiterhin da bleibt in der Arbeit. Und aber auch, dass wenn es doch mal irgendwie schwierig wird und die Probleme und Sorgen des Gemeindealltags kommen und die Freude vielleicht ein bisschen weniger wird, dass du dich daran erinnerst, dass Gott deine Freude ist. Er ist der Grund, weshalb du Pfarrer geworden bist, weshalb du dich in die Gemeinde investierst und dass du aus ihm heraus auch immer wieder diese Freude dann für die Gemeindearbeit bekommen wirst. Das wünsche ich dir, dass du das erlebst und dass das einfach, ja, bleibt. Dankeschön. Darf ich Ihnen noch die Ernennungsurkunde überreichen von unserem Landesbischof Dr. Frank Gottfried Juli, in der er Ihnen die Pfarrstelle Baumhorn überträgt. Da nehmen Sie natürlich dann das Outfit dazu und irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, mit dem Blau lief ich ganz gut, oder? Ja, jetzt hören wir noch einmal die kleine Gruppe aus der Baumhorner Kantorei. Through the storms of life,
Grüß Gott miteinander. Einschalten, genau. Sehr gut. Grüß Gott miteinander. Kurzpredigt steht jetzt auf dem Programm und kein Problem. Ich hole nur schnell mein Manuskript. Der könnte jetzt sagen, ja, der redet nie so lange. Aber ich mache es auch nicht lange, ich verschone sie und lasse sie vom Haken. Nein, natürlich steht da jetzt nicht nur Papier drin. Aber meine Predigt habe ich vorher, bevor ich umgezogen bin, auch eingepackt. Und es ist noch nicht alles ausgepackt. Ein paar Sachen, die stehen noch in Kisten rum. Aber zum Glück, meine Predigt habe ich wieder gefunden. Nur zum Auspacken bin ich noch nicht gekommen. Das mache ich jetzt einfach hier geschwind, gell? So, schauen wir mal. Ah ja, der ist doch gut. So, ein Stadtplan. Naja, wo sind wir denn? Da unten irgendwo. Genau, bloß nicht die Orientierung verlieren, auch nicht beim Zusammen- oder Auseinanderfalten. Dafür ist so ein Stadtplan ganz gut. Ich bin ein großer Fan von Plänen. Dem geht nie der Akku alle. Einen Plan von meinem Amtszimmer könnte ich gebrauchen, da sind so viele Schränke, in denen so viel steht, da muss ich mich erstmal durcharbeiten. Das ist jetzt tatsächlich sogar eine Karte aus Ludwigsburg, ist noch nicht Heckengäu, aber die haben wir auch, ich habe sie nur nicht gefunden. Von Matthias Bauschert habe ich schon eine Fahrradkarte vom Heckengäu gefunden. Ich finde es immer ganz spannend, in so einen neuen Ort zu kommen, eine neue Region zu erkunden, am liebsten mit dem Fahrrad. Zuerst, da ist alles fremd. Das ging uns in Möblingen so, wenn wir da das erste Mal von der A81 runter sind. In Weinsberg das erste Mal durch die Allee Richtung Traubenplatz gefahren. Oder auch jetzt hier das erste Mal die gewundene Straße so bis nach Warmbronn. Dann geht es runter und über den Maisgraben. Und dann steht man da vorm Pfarrhaus und der Kirche. Erst ist fremd, dann wird es immer mehr und mehr zur Heimat, mehr vertraut. Man entdeckt schnell so die gewohnten Strecken zum Friedhof und zurück. Das ist bei mir eine relativ häufige Strecke gewesen. Manche Orte, die vergisst man auch wieder. Andere, die werden so richtig heimatlich. Und am Ende vergisst man ganz schnell, dass man diesen Ort mal nicht gekannt hat und wie sich das angefühlt hat. Dafür steht die Radkarte. Gegen der Kunden. Was haben wir noch? Altes Diensttelefon. Akku alle. Okay. Das gleiche gilt nämlich auch für die Menschen. Hier in diesem Telefon, wenn es denn anginge, fände man jetzt die Nummern von dir zum Beispiel. Weinsberg, Gelmersbach, die Kollegen Schulz, Vetter, Bauschert. Den Distrikt, das Dekanat, Bestattungsinstitut Weimüller, Bestattungsinstitut Himmelblau, Kirchengemeinderatsmitglieder und so fort. Welche neuen Nummern werden dazukommen? Wer wird hier Bezugsperson werden? Wer wird meine Familie privat begleiten, mich dienstlich? So ganz alleine fühle ich mich als Pfarrer in der Gemeinde nämlich nicht mal die Hälfte wert. Erst wenn ich Mitstreiterinnen und Mitstreiter habe und wenn ich selbst Mitstreiter bin, dann habe ich das Gefühl, was bewegen zu können und stark zu sein, über Mauern springen zu können. Und von daher freue ich mich auch schon, die bisherigen Kontakte hier zu ergänzen, neue Nummern ins Telefon einzuspeichern und Teil auch der Gesamtkirchengemeinde zu sein. Ja, außerdem ist es so eine Sache, diese Gemeinschaft, die ich an der christlichen Religion und am Handeln, am Reden Jesu absolut attraktiv finde, nämlich die Gemeinschaft. Da habe ich auch noch was mitgebracht. Ups. Das da, genau. Die drei Gesellen hier.
Wer die Weinsberger Gemeinde da, die wüsste schon, was es ist. Es war nämlich meine Predigt. Heiliger Geist, nein, stimmt gar nicht. Christus natürlich. Vater, Sohn und da ist der Heilige Geist. Die drei Gesellen. Schon Gott selbst war nämlich nicht nur einer, auch nicht zwei, denn eins ist nix, zwei ist dreimal nix, weiß jeder. Erst ab drei wird's richtig schön. Also, er war drei. Die Gemeinschaft, zusammenkommen, miteinander leben, das ist sowas Wichtiges für den Menschen und erst recht, wie ich finde, für den gläubigen Menschen, das wollte Gott schon in sich selbst anleben. Außerdem so ein paar Kernsätze, die lauten, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei oder wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind. Auch Jesus, der sagt, bleibet hier und wachet mit mir. Das sind Kernsätze meines Glaubens und ich meine auch Kernsätze des christlichen Glaubens insgesamt. Ich würde mich freuen, wenn wir in der Kirche, in der Gemeinde eben solch eine tragende, lustige, gesellige, glaubende und auch tröstende Gemeinschaft wären. Dafür, für die Gemeinschaft habe ich auch noch. Der Bierkrug, der steht auch für Gemeinschaft und Geselligkeit. Und keine Sorge, da passt auch wunderbar ein Liter alkoholfreies Wein oder auch Spezi. Milch kann man natürlich auch draus tun, natürlich. So. Oh ja, das hier ist ein Haken. Dafür, für den Haken, braucht man einen 10er Dübel. Ja. Nee, ich glaube ein 8er Dübel, aber ein 10er Bohrer halt. Genau. Und wenn Sie wollen, dürfen Sie auch mal raten, was es heißen könnte. Meine Schwester lacht schon ganz, ganz fröhlich. Ille, was heißt das jetzt? 8er Dübel? Nein? Fällt dir nichts ein? Okay. Ich will Sie nicht irgendwie festschrauben oder festnageln. Das meine ich damit nicht. Aber meine Erfahrung ist nun, aus insgesamt sage und schreibe 12 kleineren und größeren Umzügen in meinem Leben, dass für ein oder zwei Jahre drehe ich so einen Dübel nicht in die Wand rein. Das muss ich alles nachher zuspachteln und drüber streichen und wenn der Vermieter blöd ist, dann muss ich die ganze Wand machen. Aber für 10 Jahre oder mehr rentiert sich schon. Und ein paar dieser Dübel, dieser Schrauben, haben wir im Pfarrhaus schon verbaut. So, nächstes. Oh, das habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Sarah, wo habe ich es hingemacht? Jetzt sollte hier eigentlich noch ein Schäufelchen rauskommen. Ja, nämlich eine kleine Setzschaufel. Die sollte dafür stehen, dass es noch ganz schön viel zu tun gibt, gerade im Garten. Da muss man manches gut pflegen, anderes, das muss man auch umgraben und einsäen. Ja, der Garten, der braucht viel Pflege und wer weiß, vielleicht gibt es noch irgendeine Leiche im Keller oder so. Aber im Normalfall taucht die von alleine auf, ohne dass man da kriegt. Naja, okay, was habe ich noch? Liederbücher, diese beiden. Wann darf man endlich wieder singen? Ein Singen, wie es früher einmal war. Ich denke, die Frage liegt nicht nur mir auf dem Herzen, nicht wahr? Im Gottesdienst zu singen, das wäre was Schönes. Sondern ganz, ganz vielen liegt diese Frage auf dem Herzen. Wenn ich vorhin gesagt habe, Gemeinschaft und Geselligkeit, das ist ganz wichtig und essentiell für den Glauben und für den Menschen, dann muss ich nun ergänzen, für mich gehört die Musik auch dazu und ganz speziell der Gesang. Zwar bin ich selber, tut mir leid, kein großer Musikus, aber hören und mich in Musik mal so richtig reinlegen, das mache ich sehr, sehr gerne. Von daher freue ich mich auch schon riesig, Sie öfter zu hören und mal auch in voller Stärke und überhaupt viel von Ihnen, der Kantorei mitzukriegen und vom Posaunenchor, der ja auch gerne da gewesen wäre und den Kreuzklängen und natürlich auch die Gemeinde selbst irgendwann wieder. So,
soll eine Kurzpredigt werden, deswegen greife ich jetzt nur noch ein letztes Mal in die Trickkiste. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen einen Stein. Ja, keinen ganz gewöhnlichen Stein, sondern dies ist der Stein, der vom Stein abplatzte, der vor Jesu Grab gelegt war. Beim Wegrollen, das war so explosionsartig, platzte dieses Stück wunderbarer Kalkstein ab. Mit Wucht bis in meinen Garten hinein. Tada, da ist er. Nein, Spaß beiseite, natürlich ist es einfach nur ein stinknormaler Feldwald- und Wiesenstein aus meinem Garten, meinem jetzigen. Doch als Symbol ist er mir wichtig, nämlich als Symbol für den weggerollten Stein, für das leere, offene Grab, für die Auferstehung. Ich habe gesagt, Gemeinschaft, Glauben und Gesang sind wichtig. Jetzt kommt noch was dazu. Ganz wichtig ist mir dieser Stein als Stellvertreter für die Auferstehung, als Grundstein meines Glaubens. Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Das finde ich ist ein so schöner und ein so wahrer Satz, der trägt mich mein Leben lang. Für mich ist das die größte Kraftquelle, die Hoffnung, die Motivation. Am Ende, ganz am Ende, da geht mein Weg zu Gott. Er geht jetzt schon an Gottes Hand, aber das erkennt man nicht immer so leicht und so gut. Ganz am Ende, so sicher wie ich mir als Mensch halt sein kann, bin ich mir sicher, endet mein Weg, endet jeder Weg bei Gott. Denn der Stein ist weg. Und damit, mit dieser entspannenden, beruhigenden Haltung, kann ich mich jetzt dem Leben im Allgemeinen und meinem Amt im Speziellen widmen. Amen dazu. So, jetzt packe ich noch geschwind ein und dann hören wir nochmal Musik. Thank you.
Wir wollen gemeinsam Fürbitte halten und wenn es Ihnen möglich ist, bitte Sie dazu aufzustehen. Guter Gott, ich sehe vor dir zurück auf die vergangenen Tage, Wochen und Monate, auf die Zeiten des Beschnupperns, Bewährens und der Wahl, auf die Zeiten des Wartens, des Verabschiedens und des Anfangs. Manches lief anders als gedacht. Mancher Abschied fiel schmerzhaft, kurz und unnatürlich aus. Doch das Gefühl, eine gute Zeit gehabt zu haben, blieb erhalten. Ich danke dir aus ganzem Herzen, dass wir hier zusammengefunden haben. Ich danke dir für die Zeit in Weinsberg und dir befehle ich die Menschen an, die mich in Weinsberg begleitet haben. Guter Gott, du kennst die weitere Wegstrecke, die Herr des Freitag und seine Familie in Warnbrunn gehen will. Du kennst die schönen Ausblicke und die Regengüsse. Du siehst die Stolpersteine und Kletterfelsen. Du weißt, wo schöne Pfade oder Irrwege hinführen. Ich bitte dich nicht, dass alle Hindernisse umschifft werden, aber dass Hans Freitag und seine Familie diese Strecke meistern, an ihr wachsen, Freude haben und vor allem Menschen um sich haben, mit denen sie sich nie allein fühlen. Guter Gott, du hast einmal gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Aber das ist oft gar nicht so leicht. Wir brauchen viel Mut dazu, anderen ein Licht zu sein und deine Liebe bedingungslos weiterzugeben. Schenke uns als Christinnen und Christen, uns als ganze Gemeinde die Kraft dazu. Sei du uns ein Licht, das uns den Weg durchs Leben und besonders in der Gemeinde weist. Sei uns ein Licht, dessen Schein uns immer wieder zusammenführt, um dessen Schein wir uns gerne versammeln und uns wärmen. Guter Gott, du hast einmal gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter euch. Und deine Nähe können wir gut gebrauchen. Begleite uns als Gemeinde, wenn wir große Projekte angehen oder Veränderungen anstehen. Gib uns einen klaren Blick in Kreativität und die Sicherheit, mit dir können wir weitergehen und Mauern überspringen. Wir sprechen jetzt gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern
dass ich nun auch die Gelegenheit habe, Sie heute im Namen des Kirchengemeinderates und der Kirchengemeinde als unseren neuen Marmoner Pfarrer begrüßen und beglückwünschen zu dürfen. Schön, dass Sie und Ihre Familie Teil unserer Gemeinde werden. Wir freuen uns schon eine ganze Weile auf Sie, denn ein ereignisreiches Jahr der Vakanz liegt hinter uns, geprägt von Pfarrstellenbesetzung, Kirchenwahlen, Kirchen- und Pfarrhaussanierung und zuletzt natürlich auch von Corona. An dieser Stelle möchte ich sowohl persönlich als auch als Kirchengemeinderatsvorsitzende im Namen des gesamten Gremiums allen herzlich danken, die unsere Kirchengemeinde in dieser Zeit der Vakanz tatkräftig unterstützt haben. Besonders Herrn Vögele für seine tatkräftige Unterstützung und sein stets offenes Ohr bei allen Fragen und Entscheidungen, den Pfarrerinnen und Pfarrern, Predikantinnen und Predikanten für die zahlreichen Vertretungsdienste. Und ein ganz besonderer Dank gilt auch unserer Pfarramtssekretärin Gabi Kallenberg für ihr wirklich außergewöhnliches Engagement und ihren unermüdlichen, fleißigen Einsatz. Für alle Beteiligten blieb neben Verwaltung und Organisation nicht mehr wirklich viel Zeit für die inhaltliche Gemeindearbeit. Umso mehr freuen wir uns jetzt, gemeinsam mit Ihnen, lieber Herr Freitag, Kirche vor Ort in Marmoll aktiv zu gestalten. Vor allem Bewährtes fortzuführen, aber auch Neues auszuprobieren und dabei über den eigenen Kirchturm hinaus die Arbeit in der Gesamtkirchengemeinde im Blick zu haben. Wir sind gespannt auf Ihre Ideen und Ihre Impulse und wir freuen uns auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Aber zunächst einmal wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie, dass Sie sich alle in Marmoll wohlfühlen und vor allem die Menschen und den Ort rasch kennenlernen. Wir werden alles dafür tun, dass es gelingt. Und Sie werden schnell erkennen, dass sich Ihre Bewerbung gelohnt hat und Sie Ihr Leben in den schönsten Ort mit ganz vielen netten und tollen Menschen geführt hat. Schließen möchte ich mein Grußwort mit einem Vers aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. In diesem Sinne darf ich Ihnen symbolisch für ein gesegnetes, fruchtbringendes und in Jesus Christus verwurzeltes Miteinander diesen Weinstock als kleines Begrüßungsgeschenk überreichen. Und nun gibt es noch ein
Lieber Herr Freitag. Sie sind ja noch nicht ausgeladen. Vielen herzlichen Dank. Lieber Herr Freitag, liebe Frau Freitag und lieber Nachwuchsjudio, herzlich willkommen Ihnen allen hier in Leonberg. Sie haben gesagt, auf Ihrem Diensthandy fehlen vielleicht neue Kontakte. Ich hoffe, der Speicherplatz ist groß. Denn Warmbronn ist ja nicht nur die Kirchengemeinde Warmbronn, sondern Warmbronn ist auch ganz frisch seit Anfang dieses Jahres ein Teil der Gesamtkirchengemeinde Leonberg. Im Namen der Gesamtkirchengemeinde Leonberg möchte ich Sie ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Wir freuen uns sehr. Und wir sind ganz optimistisch, Sie haben ja schon gesagt, es könnten schon die großen Haken sein, dass wir längere Zeit miteinander zu tun und zusammenzuarbeiten haben. Aber es soll natürlich nicht nur Arbeit sein, sondern auch ein bisschen Freude. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich vorhin gesehen habe, im Anschluss oder zum Abschluss des Gottesdienstes singen wir »Geh aus, mein Herz, und suche Freude«. Das war auch so ein bisschen mein Ansporn, etwas zu finden, was wächst und was vielleicht über einige Jahre gedeihen kann. Deswegen habe ich mir für Ihre Schaufel im Pfarrgarten eine Rose ausgesucht, die ich Ihnen schenken möchte, damit etwas wächst und damit Sie erinnert sind an diese Zeit des Anfangs von diesen 5 bis 10 Jahren, denke ich mal, könnte das ein ganz stattlicher Busch werden. Ich habe überlegt, was für ein Strauch es sein könnte. Und mit Ihrem Leitspruch, mit meinem Herrn, kann ich über Mauern springen, hätte ich vielleicht an eine Blätterrose gedacht. Aber als ich so durchgegangen bin in der Gärtnerei, da fiel mir diese Rose ins Auge. Und was würde mehr liegen als eine Rose, die heißt Gloria Dei, zum Ruhme Gottes. Wir sind sicher, dass Ihre Arbeit in Warmbronn und der Gesamtkirchengemeinde gesegnet sein wird und zum Ruhme Gottes. Und wir freuen uns sehr und heißen Sie willkommen. Dankeschön.
Ende eines schönen Gottesdienstes könnte man denken, da kann ja schon gar nicht mehr kommen, aber wenn du denkst, es geht nichts mehr, kommt irgendwo noch der Segen her. Wenn es möglich ist, steht es ganz gut. Einen guten Nachhauseweg.